deutschen Übersetzung. Hallo, willkommen zur Wikipacker AG. Hallo, ich höre. Hier, ja. Na. Wir heißen die drei Jungs hier willkommen, die über die Infrastruktur von Wikipedia reden werden. Lukas, Amir und Daniel sprechen. Genau. Hoffentlich habt ihr Spaß. Hallo, mein Name ist Amir. Ich bin ein Software-Engineer bei Wikipedia, Wikimedia Deutschland. Lukas ist auch Software-Engineer bei Wikimedia Deutschland. Und Daniel ist Software-Architekt in Berlin, Leipzig und Berlin. Ja. Heute reden wir darüber, wie Wikipedia betrieben wird, mit wenig Geld und keine Werbung und ohne Datenkollektion. Wir reden zuerst über die Application Layer und die äußeren Layers und dann gehen wir in die tieferen Ebenen von Wikipedia. Es geht darum, wie Anfragen verarbeitet werden von außen. Grundsätzlich Informationen über Wikimedia und Wikipedia. Also die Wikipedia-Infrastruktur ist von Wikimedia Foundation Non-Profit betrieben. Es sind ca. 370 Personen. Es sind ungefähr 500 Personen, wenn man alles zusammenzählt. Der ganze Inhalt wird von Freiwilligen verwaltet. Menschen, die Sachen, also was beifügen. Es werden 304 Sprachen gehostet. Und es ist ein paar Jahre, also 18 Jahre alt. Und es gibt sehr viele, viele Artikel zum Beispiel. Was ist der verrückteste Artikel, den ihr habt? Über das Schrägste, was man bekommen hat, war, was er kennt, sind wie Menschen, die auf Toiletten gestorben sind. Wer von euch kennt die verrückte Artikel? Was ist das Verrückteste für euch? Wir haben Mikrofonprobleme. Menschen, die von ihrer eigenen Entwicklung, eigenen Erfindung gestorben, getötet wurden. Es gibt eine Liste von Gefängnissen. Es gibt eine Liste von Gefängnisausbrüchen mit Helikoptern. Es gibt eine Liste von Listen von Listen. Also die und alle drei Monate wird diese List verlinkt mit Russell's Paradox. Sie können in Turkey, es gibt Artikel, die nicht in manchen Ländern gelesen werden können. Hier seht ihr eine Liste von den Wikimedia-Projekten. Manche von denen sind nicht so berühmt wie Wikipedia. Wikipedia ist das berühmteste. Es gibt dann auch noch Wikidata. Das Hauptnutzen von diesem Projekt ist, dass die Daten zu verwalten, die Wikipedia benutzt. Also unsere Infrastruktur ist alles Open Source. Wir könnten ganz viele unterschiedliche Dinge benutzen. Manche werden uns sogar gratis angeboten, aber wir entscheiden uns dagegen, sie zu benutzen. Wir haben zwei Hauptdata-Center, um Daten um Ausfälle zu vermeiden. Wir haben drei Caching Points of Presence. Wir benutzen nicht Cloudflare.
weil, um die Privatsphäre der Benutzer zu schützen. Zum Beispiel, wenn sie aus Ländern kommen, wo es gefährlich für sie ist, in der Wikipedia Content zu editieren. Wir haben 17 Milliarden Anfragen an Seiten per Monat. Wir haben 100.000 bis 2.000 Anfragen in der Sekunde, was unterschiedlich ist zu den Page-Views. Wir haben 300.000 neue Editoren per Monat und 1.300 echte Hardware-Server. Daniel wird euch über die Anwendungsschicht erzählen. Die Anwendungsschicht ist die Software, die das macht, was die Wiki macht. Das sind unsere Page-Clicks und unsere Updates. Die Herausforderung für Wikipedia ist es, all diese Seiten an die Benutzer zu verteilen. Es ist eine klassische LAMP-Application. Es läuft auf einem Apache-Server, hat MySQL als Datenbank-Backend. Hallo. Wir hatten HHVM als PHP-Engine, aber wir haben zurück zum Mainstream PHP gewechselt und benutzen PHP 7.2 seit, weil Facebook entschieden hat, dass das nicht mehr dem Standard entspricht und sie es selbst weiterentwickeln. Wir haben mehrere Cluster von Servern, um Page-Views, aber auch Edits zu handeln. Und ein Teil von den Servern, um asynchrone Arbeiten, Sachen im Background und im Hintergrund und beispielsweise Video-Scaling zu kümmern, was zu langsam ist, um es on the fly zu machen. MediaWiki ist ein ziemlich beeindruckendes Ding, weil ihr es einfach bei euch installieren könnt und es funktioniert dann bei euch. Aber ihr könnt das dann auch benutzen, um die halbe Welt zu bedienen, was sehr kraftvoll ist. Natürlich ist auch diese breite Anwendung kann auch Probleme generieren. Darüber reden wir morgen, aber heute reden wir über die lustigen Dinge. Also, wenn ihr viele Page-Views bedienen wollt, dann müsst ihr ganz viel Caching machen. Also wir haben eine ganze Menge an unterschiedlichen Caching-Systemen. Das Wichtigste ist vermutlich der Browser-Cache. Wie ihr bestimmt wisst, werden Wiki-Seiten werden in der Markup-Sprache Wikitext generiert. Und das Resultat von diesem Parsing wird dann gecached. Und dieser Cache ist semi-persistent. Es fällt eigentlich nie etwas dabei raus. Und es ist ein gigantisches Ding und lebt in einem eigens dafür dedizierten System. Wir haben einen Cache für alles, für unterschiedliche Dinge. Wir haben auch eine Weile Redis benutzt. Redis ist ein bisschen besser, um Dinge zwischen unterschiedlichen Systemen zu zirkulieren. Wir benutzen es immer noch als Session Storage, aber wir sind gerade dabei, davon wegzubewegen hin zu Cassandra für Session Storage. Services.
Wir haben eine Reihe von zusätzlichen Services, die laufen für sehr spezialisierte Anwendungen, zum Beispiel für Skalieren von Bildern, das Rendering von mathematischen Formeln. OS ist sehr interessant. OS ist ein System, um Vandalismus zu detektieren. Das ist ein Machine Learning-basiertes System, um Edits herauszufinden, die nicht wirklich großartig sind und mehr Aufmerksamkeit erfordern. Wir haben noch andere Services, die unseren Content auf mobilen Geräten verwalten und noch viele andere. Im Hintergrund müssen wir auch Events managen. Wir benutzen Kafka für Message Queuing. Wir benutzen das, um unterschiedliche Teile des Systems darüber zu informieren. Zum Beispiel für die. Aber wir benutzen es aber auch zum Beispiel für Einträge, die geupdatet werden müssen im CDN. Der nächste Teil wird über die Datenbanken gehen. Ganz kurz, wir haben nachher viel Zeit für Fragen. Gibt es im Moment irgendwelche Fragen? Ist alles sehr verständlich? Keine. Eine Frage im Hintergrund. Can you maybe turn the volume up a little bit? Könnt ihr vielleicht das Mikro lauter stellen? Danke. I think this is your section, right? Ich denke, das ist dein Teil. Ich will über mein Lieblingsthema reden, das Dungeon von allen Produktionssystemen, die Datenbanken. Wir benutzen MariaDB. Wir sind von MySQL zu MariaDB gewechselt. Wir sind sehr open source. Ihr könnt nicht nur den Datenbankenbaum raussuchen. Ihr könnt auch. Ihr könnt euch auch live die Datenbank ansehen. Hier ist der Link. Vor ein paar Monaten habe ich eine Anfrage gekriegt. Oh, wir haben ein Security-Problem gefunden. Und das haben wir dann behoben. Wenn ihr sehen wollt, wie die Datenbankencluster aussehen, die sind jetzt aufgeteilt in Sections. Ganz große Wikis haben jetzt ihre eigene Sektion, beispielsweise die englische Wikipedia ist eine Sektion. Die deutsche Wikipedia ist zusammen mit anderen. Und alle Sections haben einen Master und mehrere Repliken. Und diese Repliken sind selber wieder Master in anderen, um eben Datenausfall zu verhindern. Wir haben unterschiedliche Datenbanken für den Wikitext. Wikipedia speichert jede Edition, also müssen wir da das alles auch abspeichern. Und Parser-Cache ist für Metadata ist das etwas komplizierter. Metadata wird benutzt, um die Seite anzuzeigen. Um das zu machen, ist das hier beispielsweise eine sehr einfache, vereinfachte Version von dem, was passiert. Das ist S1. Der Master ist
diese Zahl und das repliziert dann auf diese Sachen, die ihr sehen könnt. Und das ist dann in einem anderen Datencenter und ist selber wieder Master von etwas anderem und hat seine eigene Repliken. Wir haben diese Repliken und der Master hier ist in Virginia. Das zweite Datencenter ist in Dallas und die brauchen dann eine Cross-DC-Replikation und TLS, um zu verhindern, dass andere Leute da hineinhören. Und wir haben Snapshots und dann haben wir noch Dumps von der Wikipedia, die ihr auch auf der Seite dort downloaden könnt, außer die, die wir aus Privatsphärengründen löschen müssen. Und wir haben viele und viele Backups. Und im Allgemeinen zusammenfassend haben wir 570 Terabyte an Daten, 150 Datenbankserver, 350.000 Queries in der Sekunde und 20 Terabyte an RAM. Wir haben auch den Elasticsearch. Ihr könnt euch vorstellen, dass es für um Suche geht. Und auch ganz oben rechts gibt es da dieses Feld, wo man das Ding, auch beim Mobile-Dings und je nachdem von Sprache ist das auch. Da gibt es ein eigenes Team, das von der Suchplattform ist. Die Leute, die hier sind, sind nicht von dieser Suchplattform, aber die anderen könnten das besser erklären. Wir haben auch einen Medienspeicher und wir haben eine Kategorie in Comments. Wir haben eine Kategorie, wo Katzen nach links schauen und Katzen nach rechts schauen. Also es gibt sehr, sehr viele Kategorien und es gibt unglaublich viele Medien und sehr, sehr viele Objekte, 1 Billion Objekt. It is OpenStack Object, sorry. Es gibt verschiedene Caches, Frontend, Backend. Und wir wollen auch über Traffic reden, Website-Traffic. Das Bild ist Schweden in 1970. Autos, die von der linken auf die rechte Seite fahren. Und es gibt 5 Caching-Ebenen. Eine in Singapur. Okay. Es gibt eben verschiedene Nodes. Es gibt eine in Points of Presence in Chicago und in Amsterdam. Wir haben unser eigenes Inhaltsnetzwerk. Der Traffic wird von GeoDNS gemanagt. Von den Traffic-Leuten wird das geschrieben und man kann das Pool also zusammenfassen und auseinandernehmen. Es gibt LVS, ist die Transport Layer und die Layer 3 und 3 und 4 von Linux. Und es ist ein Load-Server. Es geht um konsistentes Hashing. Wir brauchen sogar etwas, das den Load Balancer managt, weil das ganze Ding so groß geworden ist. Und es gibt einige Firmen, die mit uns kooperieren. So funktioniert das Caching. TLS 2.0 wird verwendet. Die erste Ebene ist Nginx minus. Weiß jemand, was das ist? Dann gab es Nginx ist die Free Version und Nginx Plus ist die kommerzielle Version. In Nginx, wir verwenden Nginx minus, also wir haben das weggenommen, was wir nicht brauchen und nennen das minus. Vanish ist eine Frontend Caching Layer
und das ist nah an der Memory. Und die Varnish Backend ist im Backend und das ist langsamer. Varnish Caching verwendet 90% des Cachings. Die Application Layer hat eine TTL von 24 Stunden. Wenn das geändert wird, wird das auch invalid. Wenn das Frontend das nicht findet, schickt es an das Backend. Und das Backend verwendet Hash by Request. Aber wir haben zwei Caching-Klasse. Der eine ist Text, der andere ist Upload. Das ist überhaupt nicht verwirrend. Und wenn ihr raus findet, ihr könnt einfach nur leeres. Aber wenn ihr auf Upload geht, dann kommt ihr auf den Upload-Cluster. Und es gibt viele Probleme, weil ein Varnish ist Open Core. Also die Version, die wir benutzen, ist Open Source und nicht die kommerzielle, aber die Open Core Version unterstützt kein TLS. So, Verzeihung. Also Varnish hat viele Probleme. Es ist Open Core. Es unterstützt kein TLS-Termination, weswegen wir das Nginx-System haben, nur um das TLS-Termination zu machen. Das führt dann dazu, dass wir einen Cronjob haben, der alle Varnish-Nodes zweimal in der Woche neu starten muss, was sehr peinlich ist. Auf der anderen Seite, in der Anwendungsschicht haben wir im Backend Varnish auch kein TLS, weil was heißt, dass wir IPsec benutzen, was auch ein bisschen peinlich ist. Aber wir ändern das gerade. Wir benutzen ETS. ETS macht das TLS. Und im Moment haben wir noch ein Varnish Frontend, was noch existiert, aber auch das Backend wird sich ändern zu ATS. So, also wir nennen das ATS Sandwich. Die gute Sache ist, die TLS Termination mit ATS kann TLS 1.3 benutzt werden, was moderner, sicherer und schneller ist. Und damit wird Zeit von allen Anfragen gespart und damit von unseren Nutzern. Hoffentlich wird das bald live gehen. Also das ist die neue Version. Wie ich gesagt habe, das TLS, das können wir dann benutzen und das sicherere nehmen statt IPsec. Ja. So, und jetzt ist es an der Zeit, dass Lukas erklärt, was passiert, wenn ihr wikipedia.org eintippt. Also, was ihr seht, dieses Bild hat überhaupt nichts damit zu tun, was passiert, wenn ihr wikipedia.org eingibt. Das ist ein Offline-Wikipedia-Leser. So, wenn ihr wie in meisten Fällen ein GET macht und eure Anfrage ist gecached,
dann fragt euer Computer nach der IP-Adresse und dann sagt es euch, weil wir hier auf dem Kongo sind, das nächste Data Center ist in Amsterdam. Das erreicht dann Edge und dann geht es durch die TLS-Termination von Nginx Minus. Dann erreicht es den Varnish Cache-Server, entweder im Frontend oder im Backend. Da bekommt ihr dann die Antwort daraus. Und das ist es dann. Das propagiert also überhaupt nicht an irgendein anderes Datencenter weiter. Und das ist ganz nett. Das ist der Großteil der Anfragen, die wir kriegen. Wenn ihr Pech habt und eure Anfrage ist nicht im Varnish Cache vom Amsterdam-Zentrum, dann wird es weitergeschickt an das nächste Datencenter, wird da auch den Cache erreichen. Und dann kriegt ihr darüber die Antwort und wir müssen immer noch keine Anwendungssachen machen. Wenn auch da nichts davon kommt, dann kommt es auf mediawiki.org und dann wird MediaWiki ganz viel Arbeit machen, um mit der Datenbank zu reden, in dem Fall mit dem ersten Chart von der englischen Wikipedia, die Seite raus. Nein, ich habe etwas vergessen. Erst wird es noch gucken, ob die HTML-Seite im Browser-Cache verfügbar ist. Wenn das entweder Memcached oder Database-Cached, Datenbank-Cached ist und nur in dem Fall, wo es das nicht ist, dann wird es die alles raussuchen, was nötig ist und den Text und die Seite rendern. Und wenn ihr ein Edit oder ein Upload macht, dann ist es noch viel schlimmer, weil dann muss es immer über MediaWiki gehen, dann muss es diese neuen Edits speichern, entweder im Media-Backend oder in den Datenbanken. Aber dann muss es auch noch andere Dinge machen. Zuerst muss es die Caches alle leeren. Es muss allen Sachen, dass es neue Seiten, eine neue Version von dieser Seite gibt. Es muss auch eine ganze Menge updaten. Wenn es zum Beispiel eine Template ist, die editiert, dann ist die in ganz vielen Seiten verwendet worden. Dann müssen alle diese Seiten neu gerendert werden, um die neue Version von der Template zu benutzen. Also muss es die Caches für all diese Seiten invalidieren. Wenn es eine Datei ist, muss es vielleicht Thumbnails generieren und muss neue Media-Files generieren. Vielleicht, weil ihr ein WebM hochgeladen habt und muss dann andere Dinge generieren. Und dann muss es durch diese ganzen Sachen durch. So. Und jetzt erklären wir, wie wir das alles verwalten. Und um 1300 Bare Metal Cluster zu managen, ist nicht einfach. Was wir benutzen, ist Puppet, um die Konfiguration zu managen. Wir haben 50.000 Zeilen von Puppet-Code. Damit kriegt ihr ein Gefühl dafür, wie viel das ist. 100.000 Zeilen von Ruby. Wir speichern nichts auf GitHub oder GitLab. Wir haben unser eigenes System. Und für das haben wir ein Jenkins-System und das macht alle möglichen Dinge. Und wir haben ein Kubernetes-Cluster für manche von unseren Services. Wenn wir also eine Änderung in Garrett macht, dann generiert es Dockerfiles und die werden dann in die Produktion gepusht. Wir haben Cumin. Das haben wir gebaut, unser Automatisierungstool, das haben wir gebaut für uns. Und das managt automatisch alle Nodes, von denen ich vorhin geredet habe. Und ich werde jetzt ein bisschen über die Wikimedia Cloud Services gehen. Die sind ein bisschen anders, weil es ist nicht wirklich unser Production-Zeug,
sondern das ist, wo ihr Leute, also alle freiwilligen Sachen machen könnt. Da habt ihr dann einen Pool von Sachen, die euch, die dann Gruppen von Nutzern zugeordnet werden können, und dann könnt ihr da euer Zeug machen. Und da könnt ihr dann auch laufen lassen, was auch immer ihr wollt, um die Virtual Machine zu starten, laufen zu lassen und zu stoppen. Intern managen wir unsere virtuellen Maschinen mit Puppets, aber viele Leute machen es auch per Hand. Und dann gibt es größere Projekte, wie zum Beispiel Toolforge, für ihr eure eigenen web-based Tools laufen lassen könnt. Dann gibt es Beta, die alle mehr oder weniger die gleiche Konfiguration benutzen, aber die aktuelle Master-Version von der Software benutzen. Und anstelle von dem, was wir einmal in der Woche deployen, so dass wir hoffentlich Bugs frühzeitig sehen. Und wir müssen auch irgendwo auf diesen Slides Kubernetes haben, damit könnt ihr benutzen, um Arbeit zu verteilen auf den unterschiedlichen Sachen. Die aktuelle Fork, die wir benutzen, ist Sun Grid Engine, und ich weiß nicht, wie die vorher hieß. Also zusammengefasst sind das unsere Systeme. Wir haben 1300 Services mit vielen, vielen Layern, Schichten von Caching. Wir können die nicht alle als eine gecachte Version behalten. Alles das ist Open Source. Ihr könnt euch da gerne beteiligen. Und das ist die Art, wie ich eingestellt wurde. Ich habe angefangen, mich an den Projekten zu beteiligen, und mir wurde dann angeboten, dass ich für sie arbeiten kann. Das ist eigentlich genauso, wie wir alle angestellt wurden. Also das ist alles, was in Wikimedia passiert. Wenn ihr uns helfen wollt, wir heuern Leute an. Ihr könnt auf jobs.wikimedia.org gucken. Wenn ihr für die deutsche Seite arbeiten wollt, könnt ihr auf die wikimedia.de Seite gehen. Wenn ihr uns helfen wollt, wir haben so viele Arten, wie ihr das machen könnt. Wir haben so viele Bugs, die ihr euch anschauen könnt. Ihr könnt euch das einfach nur da ansehen, und Fabricator ist unser Bug-Tracker. Ihr könnt euch da einen Bug ansehen und den dann fixen. Wir haben ein Repo, das ist privat, aber das hält halt die Zertifikate für TLS und alles, die sind halt privat. Aber die Dokumentation ist auch online, und die Dokumentation für MediaWiki ist auf mediawiki.org, und wir haben auch einen Link auf die Donate-Seite gemacht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte. Wir haben ein paar Zeit für Fragen. Also falls jemand möchte. Ich nehme die Antwort und du nimmst die Frage. Eine Frage. Haben Sie Probleme mit Hacker-Attacken? Das ist nicht in der Präsentation. Die erste Regel von Sicherheitsproblemen ist, wir reden nicht über Sicherheitsprobleme. Aber ja, lass uns sagen, wir haben sehr viele Angriffe, die passieren. Wir hatten einmal vor ein paar Monaten einen erfolgreichen Angriff. Aber wir haben eine Infrastruktur dafür, wir haben ein Sicherheitsteam, das sich um sowas kümmert.
Wie organisiert der Zugang zu eurer Infrastruktur? Wir haben eine LDAP-Gruppe und wir haben die LDAP für die webbasierten Systeme. Wir haben strikte Protokolle, man kriegt einen Private Key und dann sichern Leute ihre Private Keys als YUBIC Keys. Es gibt einen Server als Data Center, wo man über SSH draufkommt und dann muss man darüber gehen, um auf die anderen Inhalte zuzugreifen. Wenn ihr im Inneren der Produktion seid, dann könnt ihr nicht mehr mit der äußeren Welt reden. Es kann nur noch Dinge, die von innerhalb der Produktion zugreifen. Ja, gibt es Aufrufe ohne HTTPS? Schon? Wir haben angefangen, schon länger nicht mehr Nicht-HTTPS-Protokolle zu behandeln und auch keine SSL mehr. Und TLS 1.0 auch. Und bitte benutzt diese tollen neuen Technologien, die etwa vor 10 Jahren herausgekommen sind. Und die Deadline davon ist dann im Februar und danach nur noch 1.2. So does read-only traffic from logged-in users hit all the way through to the parser cache, or geht read-only Zugang von Usern bis zu dem Browser Cache durch? Ja, wir umgehen all diese Sachen. Ja, das tut es. Ja, und das ist ein sehr großes Problem und etwas, um das wir uns kümmern wollen. Aber es benötigt sehr viel Umstrukturierung der Architektur, wenn ihr daran interessiert seid. Ein Grund, warum was wir planen, ist Active-Active, also dass die Leseranfragen direkt durchgehen, mal an das zweite Datenset. Ich habe eine Frage. Verwendet ihr Ganetti als Visualization-Plattform? Könntet ihr mehr darüber sagen? Welche Teile sind gehostet auf der Plattform? Ich bin mir da jetzt nicht sehr sicher. Soweit ich das weiß, sind das sehr kleine virtuelle Maschinen in Produktion, die wir auf sehr kleine Mikroseiten benutzen, die wir dann den Benutzern servieren. Denkt ihr über Open Hardware nach? Nein, nicht für Server. Ich denke für das Offline-Reader-Projekt, aber das ist nicht etwas, was das Wikimedia-Projekt das macht, aber Open Hardware in der Praxis heißt, dass wenn man bis runter zum Chip-Design geht, dann ist das sehr hart und nicht praktizierbar, leider. Und eine Sache dazu, manche von unseren Maschinen sind sehr, sehr kräftig und die geben wir unseren Forschern für Analyse. Und wir brauchen GPUs für das, aber dafür gibt es keine Open-Source-Treiber. Und da sind wir dann migriert und haben dann AMD benutzt. Und das war dann ein Problem mit den Racks.
Ich bin beeindruckt, dass 90% aus der Cache kommen. Ich bin beeindruckt. Rufen die alle die gleichen Seiten auf oder geht es darum, dass einfach so viel gecached ist? Wie viel Anteil von der Databasis ist in der von der Datenbank ist im Cache? Ich habe keine exakten Zahlen, aber ein großer Prozentsatz von der ganzen Datenbank ist im Cache und der erneuert sich alle und sehr obskure Sachen sind auch da und es ist eine Power Law Distribution. Viele Seiten werden sehr häufig angerufen und sehr, sehr viele Seiten werden gar nicht aufgerufen in der Woche, außer zum Beispiel durch einen Crawler. Ich weiß keine Zahlen, aber ich würde sagen, weniger als 50% sind tatsächlich gecached. Aber ich sollte mir das ansehen, das sind eigentlich wirklich interessante Zahlen. Weißt du, ob das 90% von den Page-Views oder von den Get-Requests sind? Ich würde davon ausgehen, dass für Nicht-Page-Views es sogar noch viel höher ist, weil ich kann dann JavaScript-Anfragen für CSS stellen, die sich ja nie ändern. Ja, da würde es um über 90% sein. Hey, arbeiten eure Datenzentren mit grüner Energie? Gute Frage. Das Amsterdam-Datencenter ist voll grün, aber die anderen sind zum Teil und zum Teil Kohle und zum Teil Gas. Soweit ich das weiß, gibt es Pläne, um die davon zu entfernen. Aber der Hauptteil ist, das Wichtigste ist, wir emigrieren gar nicht so furchtbar viel Kohlendioxid. Unser Kohlenstoffausstoß ist der gleiche wie 242 Haushalte, also sehr, sehr klein. Und das ist vergleichbar mit dem Traffic von Facebook. Aber wir machen halt weniger, weil Facebook macht halt viele Sachen wie die Daten sammeln, Algorithmen darauf machen und das machen wir halt nicht. Hier gibt es noch eine Frage. Wie viele Entwickler braucht ihr, um die Infrastruktur zu betreiben? Und wie viele Entwicklerstunden braucht ihr, um die aufzubauen? Was sehr interessant ist, ist, dass es eben Non-Profit ist. Wie viel Aufwände und wie viel Geld ist da reingeflossen oder wäre reingeflossen? Um es da auch nur darum geht, das alles zu laufen, am Laufen zu halten, dann sind es weniger als 20 Leute. Also wenn ihr das auf Requests in der Sekunde auf Leute aufteilt, dann sind es sowas wie 8000 Anfragen pro Sekunde pro Ingenieur, was sehr beeindruckend ist. Ich würde wirklich gerne wissen, ob es irgendeine Organisation gibt, die das schlägt. Ich weiß aber tatsächlich nicht, was das Operationsbudget ist, aber ich würde sagen zweistellig Millionen jedes Jahr. Aber über die letzten 18 Jahre, ich habe keine Ahnung. Aber für die ersten 5 Jahre waren die Leute tatsächlich alle Freiwillige. Wir haben bis 8 Jahren her. Aber niemand hat dazu Buch geführt. Hello, a tools question. A few years
Ich vor ein paar Jahren habe ich ein paar interessante von SaltStack Verwendung. Was ist damit passiert? Ich glaube, wir haben SaltStack nicht benutzt, aber wir benutzen es nicht mehr. Verwendet ihr Backjobs und Jobrunners für Services? Sorry. Die Jobrunner sind, wenn du fragst, ob die Jobrunner dedicated sind, ja, das sind sie. Haben wir irgendwelche freie Sachen für sowas? Nein, wir haben eigentlich nicht viel Hardware, wir haben alles ist in Benutzung. Manchmal lassen wir 5 Dinge gleichzeitig laufen. Es sind 20 pro Datencenter unsere Jobrunner und sie lassen 700 Jobs per Sekunde laufen, aber das beinhaltet nicht die Videoscaler. Könnt ihr uns sagen, wie funktionieren Architekturentscheidungen? Entscheidungsfindungen zu Architektur. Wikimedia hat ein Komitee, um hochstufige technische Entscheidungen zu treffen, TECO, und wir haben einen RSC-Prozess, also jede Entscheidung, die sehr schwer rückgängig zu machen ist, durchläuft diesen Prozess. Man macht ein Ticket auf und damit fängt man dann diesen Prozess an, der auf der Mailingliste angekündigt wird. Und irgendwann ist es dann hoffentlich gut genug für zum Implementieren. Manchmal funktioniert das gut, manchmal kriegt man nicht viel Feedback, aber es stellt sicher, dass Leute diese Bescheid wissen über diese Entscheidungen. Und wenn ihr euch beschweren wollt, Daniel ist der Vorsitzende. Wie ist das mit CI und CD entlang der Pipeline? Mit so viel Traffic wollt ihr alles konsistent haben? Gibt es irgendein Testing oder ein Testmanagement, das ihr aufgesetzt habt? Unit-Tests, gibt es Integration-Tests, aber gibt es auch integrierte End-to-End-Tests? Wir haben Beta-Cluster. Und wir deployen auch einmal in der Woche. Alle Änderungen werden dann gemerged. Der Branch wird dann jeden Dienstag übernommen. Und die hebräische und die katalonische Wikipedia haben sich freiwillig gemeldet, um die Versuchs-Wikipedias zu sein für alle anderen. Und wenn es Probleme gibt, wird das dann gefixt und dann geht es live für alle anderen Wikis. Unsere Test-Coverage ist nicht so groß, wie sie sollte. Wir brauchen unsere Benutzer für das. Wir arbeiten selbstverständlich daran, das zu verbessern. Und eine Sache, die wir erst kürzlich hinzugefügt haben, ist ein Programm, das End-to-End-Tests macht. Und wir hoffen, dass wir damit den Großteil der Anwendungslogik abdecken können und damit das User natürlich
ohne das User Interface mit einzuziehen. Das User Interface ist natürlich auch wichtig, aber sehr anfällig. Aber wir wollen jetzt erstmal die Anwendungslogik testen und wir arbeiten gerade dran. Und das ist gerade ein Proof of Concept und wir arbeiten gerade daran, das in unseren CI zu integrieren. Und wir machen das, wenn alle jetzt aus ihrem Urlaub zurück sind. Und dann müssen wir so um die 1000 Tests schreiben, denke ich. Ich denke, es gibt auch einen Plan, nach jedem Commit zu deployen und dann ein Rollback zu machen, wenn es Probleme gibt, aber das ist mehr so ein längerfristiges Ding. Im Moment, wenn es ein Problem gibt, dann machen wir ein Rollback auf die letzte, auf die Version von der letzten Woche. Gibt es noch weitere Fragen? Ich glaube nicht. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen schönen Talk. Danke für die tollen Fragen, für den tollen Vortrag. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Applaus. Thank you.